ich denke, dass wenn du Champions League Viertelfinale erreicht hast, dass du dann große Gegner erwarten kannst. Das sind die besten 8 Mannschaften in Europa in der Saison. Dazu gehört der FC Bayern, das ist erstmal großartig für uns, haben uns über Lazio qualifiziert. Und jetzt hast du Arsenal, du hast das erste Spiel in London, hast das Rückspiel in unserer wunderschönen Allianz Arena. Musst hoffentlich nicht aufholen, sondern kannst ein gutes Hinspiel dann vielleicht veredeln. Das ist das große Ziel, was wir haben. Wir wollen ins Halbfinale kommen, auch wenn Arsenal zu den Top-Vereinen in Europa gehört, ohne Frage. Wir haben einen aktuellen Spitzenreiter jetzt in der englischen Liga, in der Premier League, gemeinsam mit City und Liverpool, die seit Jahren, jetzt seit 2,5 Jahren konstant in der Spitze spielen, in der schwierigsten Liga der Welt und sehr homogenes, sehr gefährliches Team sind, die extrem viele Tore schießen und extrem viele Punkte holen in den letzten Jahren. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schweres Los. Und gleichzeitig ist Arsenal natürlich eine Mannschaft, ja, die sowohl von ihrer Spielkultur, dieses offensive, spielerische, als auch natürlich von ihren Spielern schon eine Mannschaft ist, die den Fans mit unserer Kombination, glaube ich, 2 packende Spiele liefern wird. Und trotzdem, glaube ich, haben wir mit dem Rückspiel in München auch gute Chancen, dann auch weiterzukommen. Sie wissen, was wir für eine Mannschaft haben, was der FC Bayern auch für ein Verein ist. Das Gleiche wissen wir aber auch über Arsenal. Ich glaube, jeder freut sich auf ein Spiel bei Arsenal. Das ist eine tolle Atmosphäre, haben natürlich gute Spieler, eine gute Mannschaft. Ich glaube, auch eine andere Mannschaft, als es damals der Fall gewesen ist, gerade 13 oder auch bei den letzten 2 Duellen. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell werden, aber wir freuen uns, glaube ich, auf diese Aufgabe und wir sind auch happy, dass wir dieses Spiel spielen dürfen und auch gegen eine gute Mannschaft spielen werden. Man hat es auch gesehen jetzt gegen FC Porto, wenn wer richtig gut und intensiv auch dagegen hält, verteidigt, dann tun sie sich auch nicht so leicht. Und da müssen wir einfach mutig auch sein und sowas zutrauen. Aber ich glaube, eine hohe Intensität in den Spielen wird sehr, sehr wichtig sein, auch in den Zweikämpfen. Obviously, my first impressions is a funny one, obviously, going back to England so soon after arriving here, and obviously going back to North London as well. So yeah, it's a great opportunity for us to test ourselves and you know, to show our quality. Richtig schwieriges Los, aber attraktives Los. Ich glaube, wir können uns auf 2 richtig interessante Fußballspiele freuen. Das ist auf jeden Fall eine hammerharte Auslosung, aber okay, die Herausforderung ist groß und wir werden unser Top-Niveau benötigen und wir werden anreisen, um in Arsenal zu gewinnen. Und jetzt stehst du da, spielst gegen Arsenal nach der Länderspielpause, verletzte Spieler kommen zurück, die Kadersituation entspannt sich und jetzt können wir uns auch auf diese Spiele freuen, fokussieren, aber auch freuen und ja, unser Ziel ist es, weiterzukommen.